Meine Freunde der gepflegten Unterhaltung, willkommen zurück bei unserem Let's Play Together Monster Hunter World Iceborne. Ich bin der Manni, bei mir ist der Shadow Moin. und wir legen uns heute mit Muhammad Ali an. So kann man ihn auch nennen, den guten Brachidios. Wir haben das letzte Mal ja den Tigrex getötet, der uns fast vernichtet hätte. Mich zweimal, Manni gar nicht. Wie man es halt kennt. Nee, ich habe schon Erfahrung gegen das Vieh auf dem DS. Achso, ja, da, gut dann. Stimmt ja, das sind ja alles eigentlich alte Monster, die in Iceborne dazugekommen sind. Deswegen Ja, die meisten. ursprünglich war von Capcom für Monster Hunter World sogar noch eine zweite Erweiterung nach Iceborne geplant. Aber da haben die Fans dann gemeckert, weil in Iceborne halt einfach nur alte Monster dazu kamen und sie wollten halt was Neues. Wobei ich es halt auch immer schön finde, wenn so alte Sachen wieder auch mal wiederkommen, wenn man so alte Ja, also, Funktionsarten und so weiter. ich meine, die haben ja mit dem Pucke, mit dem Tobi und mit dem Anshanat eh schon neue Versionen der neuen Monster gebracht. Da wäre halt so ein guter Mix Der Neues. Shidori-Anjanath. Da frage ich mich auch noch, was du zu dem sagst, letzten Endes. Ha. Gerade zu Sloppy, seiner you really Ulti. think you got me? Also der Shidori-Anjanath, der ist schon. Hier ist Naturratados auf der Map. Das heißt, wir können den dann auch erstmal sichten. Oh, und ein Uragan anscheinend, laut Spuren. Und Cutscene. Okay, hier ist Staub. Interessant. Ist das der Uragan? Okay. Nee, da ist er. Junge, du siehst nicht mehr gut aus. Ich würde mich an deiner Stelle schnell waschen. Jo, ein Monster, das mit Explosionen arbeitet, einfach mal durch Explosionen getötet, das Vieh. Okay. Aber ja, der hat wirklich was von Glavinus. Der Brachidios. Mit Schmalzflocke. Irgendwie hört sich der Name halt von den beiden auch wie so ein Gladiatorenname an. Die Helden der Arena. Lavenus und Brachidios. Aber die Uragan-Leiche kannst du sogar richtig looten. Okay, der Schleim funktioniert wie Explosionspest. Wenn du von ihm getroffen wirst, rumrollen, dann am besten bevor der Schleim rot wird. Ja, ich glaube auch, Uragan sein Missgeschick war auch, dass er sich aufgeheizt hat. Und Ja dadurch gut. explodiert es. Der Schleim explodiert sowieso nach einer Zeit anscheinend. Ja, der schon, aber ich meine, ich glaube nur, dass wenn man sich aufheizt, trocknet er ja schneller, würde ich sagen.
Weil es heißt ja auch, mit Wasser und Eisangriffen den Schleim verflüssigen. Yep. Und wenn das verdampft, eher schlecht. Dann wäre es eigentlich ganz gut, wenn es hier Wasser losgäbe oder so. Gut, der Uragan ist fertig geblutet, jetzt können wir kämpfen. Au. On my way. Aber seine aber wenn man den schlägt, dann hört sich der Aufprall so ein bisschen gläsern an. Ja, wie beim Clavinus. Wie wenn die Rüstung zersplittert. Okay, Blitzfliegen bringen gegen den Scheiß. Gerade machen, aber dankeschön. Böse. Videosmaterial. Glanzschleim. Den leuchtet so schön im Dunkeln. Wird selten mal fallen gelassen. Hohe Dichte für verschiedene Zwecke. Aber das ist eigentlich eines der wenigen Monster-Verbände, das wirklich mal seine Arme verwendet. Mhm. Gut, dafür nutzt er halt gefühlt nur seine Arme. Ich will mir. Wahrscheinlich ist sein Kopf seine Ulti. Wenn der eine Ulti hat, das hat ja auch nicht jedes Monster eine Ulti. Klar, von den Meisterrang-Monstern haben wirklich mehrere eine Ulti, aber. Okay, jetzt hat er sich auch munitioniert. Schau dir mal den Kopf an. Okay, das macht er mit dem Kopf. Aber komm, lass den mal in Richtung Naturrad oder Locken. Ja, der ist dir gerade eh schon. Oh ja, tu ich. Ich weiß. Alles gut. Gut auf den Fersen. Alter, ist der schnell. Mit diesen Attacken. Na fuck, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Kältegetränke? Yep. Geh hier rechts, da hinten rechts müssten Frostpilze stehen. Au, fuck man. Jo, er folgt dir gerade. Azurata, das er ist hier. Also ich sehe ihn gerade, er ist. Ah, okay, der Brachidios kommt. Achso, er ist immer noch hinter dir her. Hier lang. Genau, vielleicht tut ein Brachidios Wärme auch nicht so gut. Weißt du, ich habe halt jetzt schon in den Videos über die komplette Map mitgenommen. Oh, Revierkampf, wie vermutet. Jetzt wird's interessant. Ja, das will ich sehen. Muhammad Ali gegen den Flugdrachen. Wahrscheinlich springt der jetzt auch, gibt ihm die Rückhandschelle. Ah, er hat versucht. Okay, er schnappt ihn mit dem Kopf. Aber Brachidios hat mehr Schaden angerichtet. Mhm. Das heißt, Rathalos wird sich verpissen. Oder beide. Ja, oder so. Lol, der Rathalos ist sogar da geblieben. Der hat gewonnen. Okay, also Brachidios haut mehr raus, aber Rathalos ist der Schaden scheißegal.
Ja, okay, man muss auch sagen, dass das der extreme Output hat. Aber wenig Input. Ja, so wie der Clavinus halt mal wieder. Man erkennt die Parallelen. Ah, ich denke mal, der Clavinus hatte bessere Rüssi als er. Ja, dafür ist er halt Schneller. schneller in seinen Angriffen. Ich glaube, er hat das erste Rote sogar schon fallen lassen, oder? Ne, er sah Nee. nur so aus. Ist da gerade eben einfach nur ein bisschen Lava hingefahren, die ein bisschen komisch aussah. Oh nice, das wollte ich gerade machen, sobald ich welche gefunden hätte. Ja, bei ihm kann man Sand brechen. Kann gut sein. Jetzt ist es Ah, sauer. und das Material sieht so aus, als würde ich es auch brauchen. Ich glaube, Maurice hat auch mal gesagt, dass man. Maurice oder Leon hat mal gesagt, dass er denkt, dass fast jede Waffe. Dass jede Waffe fast alle Monster braucht von den neuen. Beziehungsweise mehr oder weniger neuen, also von den Eisborn-Monstern. Okay, ich sehe hier gerade noch nicht mal wirkliches Material. Bei mir lag es da in der Mitte rum auf dem Steg da. Da wo Konrad gerade steht. Okay, gerade stand hier so, wo du gerade rumrennst. Nee, niente. Schade. Schiebung! Und eins war hinten noch am Dings. An der Wand, wo du ihn gegen geklatscht hast. Nope. Kann der mal aufhören rumzuspringen? Was haben die Eisbahnen mit dem Rumspringen, Alter? Bin am seinem Ödel. Dödel. Dann Ja, sterben. dem sein Dödel hängt im Gesicht. Und ich habe ihn zurückschrecken lassen. Er geht zu Boden. Jo. Aber ich muss sagen, das Großschwert vom Varios sieht halt auch geil aus. Mit dem Zacken. Vor allen Dingen, das wird ja, je weiter unten du gehst, wieder breiter. Oh, so hat er das ist wieder. Aua. Jo, ich war gerade eben, glaube ich, ein Triple Hit von dem Typ, vom Azurathalos, oder? Yep. Den brauche ich ja auch noch. Du auch. Also. Okay, er schlägt wieder seine Keulen ab. Man muss halt sagen, auf kurze Distanz ist das Vieh echt gemein. Kurze Der Distanz, Vampirios. auch auf mittlere Distanz mit den Sprüngen, Alter. Oh nein. Kältetrank hat nachgelassen bei mir. Ich habe halt schon eingetrunken, als ich gesehen habe, dass der Azurathalos da. Okay. Wenn er eh schon fragt, dann mach ich jetzt fragt man das. Okay, er verpisst sich. Was natürlich ja auch noch heftig wäre, ist, wenn er seine Arme und Kopf zum Blocken nutzen würde. Er ist bei den Gajalaka. Nice. Eber, Wo für ist der dir. Stein? Ein Da ist der Stein. Stein. Achtung. Und die ganze Lacker ballern drauf. Aber was meinst du mit Achtung? Nee, ich meine, er hat doch gerade eine Zollreflex verlassen. Ja,
Und mir hat er auch seine Säurepest. Kann man das dann Säurepest nennen oder ist das eine erweiterte Explosionspest? Ich glaube, das ist seine Explosionspest halt. Sei dumm, ein Gedanke. Also man muss halt echt sagen, in Iceborne muss man wirklich dafür sorgen, dass die Scheißviecher am Boden bleiben. Ja, aber man kann nochmal eaten. Ja, mach ich gleich. Weil ich mal ein bisschen Gelegenheit dazu habe und mich die Barnos hier in Ruhe lassen, ey. Hab schon erledigt. Sie sollten mich bitte trotzdem in Ruhe lassen. Wäre allgemein ganz praktisch. Sorry, haben sauer gemacht. Alles gut, hat uns doch zurückschicken lassen. Ah, guck dir mal sein Horn an, ich glaube, das haben wir sogar schon gebrochen. Oder abgewaschen. Ich dachte gerade eben kurz, hä, das ist aber ein großer Barnos. Ich dachte gerade, hä, das ist aber ein sehr großer Barnos. Er geht zu Boden. Dann guck mal, wer da noch ist. Okay, in der Sonne sieht er geil aus. Jetzt habe ich jetzt schon hier liegt. Ja, ich habe ihn direkt wieder hingelegt. Beziehungsweise halb betäubt. Och nee, he got me. Aber er hat schon die erste Route fallen lassen. Weiß. Der Rat hat mich gefangen. Ah. Der Brachydios hat dadurch zwar nicht so viel Schaden gekriegt, aber hat ihn hingelegt. Und er verpisst sich schon wieder. It's crystal time! Nein, Fußspur. Trotzdem sagt nein zu Drogen. Ja. But it's crystal time. Crystal Smash! Das passiert, wenn man Crystal Mass nimmt. Wir kommen und verprügeln ein. Jo. Und er hat das zweite fallen lassen. Yep. Versuche ihn mal zum anderen Crystal. Wo ist der? Wo ist nochmal der andere Crystal? Das muss der hier sein, ne? In der Mitte. Gatte. Neues. Mitten im Sprung. Das ist sich jetzt aber schnell wiederholt. Ja. Aber töte ich mich oder schützt er auch sein Gesicht mit seinen Armen? Ja. Macht halt einfach Boxer. Ganz normal. Und Sitzung. Und bin ich zur Sitzung verloren gegangen. Direkt zweimal, warum auch immer. Ach, der hätte eh schon zweimal fallen lassen, also den Rest nur noch alleine hin. Vielleicht müsste auch wieder ein Revierkampf möglich sein. Bei alle 9 Minuten kommt, kann ein Revierkampf vorkommen. Also kann einer stattfinden. Ja, Revierkampf. Einmal zu sehen hier. Da versucht er zu schlagen und der Rathalos ist drauf. Gibt ihm ordentlich Knülle und der Brachydios haut ihm über seinen Kopf.
Man macht Videos mal hinterher, weil der Zuhörer hat das interessiert uns gerade noch nicht. Bei mir ist der Brachydios jetzt schon auf Totenkopf, das heißt, ich versuche ihn mal zu fangen. Wenn der Rathalos mich jetzt bitte nicht unterbrechen würde während dieser... Wow, dankeschön Rathalos, dankeschön. Thanks for nothing. Und jetzt habe ich einen Teleporter eingesetzt. Wow, dankeschön, Spiel, danke. Jetzt habe ich einen Teleporter eingesetzt, ohne es zu wollen. Kann ich mich auch gleich noch auf Munitionieren gehen. Alter. Wow. Ich glaube, ich habe gerade seine Ulti gesehen. Ist das, wo er seinen Kopf in den Boden rammt und dann diese eine Linie macht? Diese Explosionslinie? Nein. Seine Ulti ist das, wo er den Kopf von dem Boden rammt und dann im Umkreis von ungefähr 30 Metern um ihm Säurelachen entstehen. Oi. Ja, die will die ich dann dann doch nicht sehen. Explodieren. Lol, der Rat hat was gebrochen. Nicht der hellste. Nope. Und ich habe ihn gefangen. Läuft, bei mir dreht er gerade die ganze Zeit durch. Ja, ich hatte halt Glück, dass der Rathalos mit ihm ein bisschen Haue angefangen hat. Ja, weißt du, bei mir kommt jetzt auch der Rathalos. Zwar genau dann, wenn er sich verpieselt. Gut. Okay, feiner Brachydios Schwarzpanzer. Das gilt als schwarz, okay. Cortex. Weißt du, im Buch wird er als blau beschrieben. Genstein, Bewertung. Ja, gut. Oh, der hat eine Krone. Wie der Bambaro. Eigentlich Bambaro, Barot. Wie komme ich auf Bambaro? Und Meisterrang 11. Rathalos auf Stufe. Auf Stufe 5 und Brachydios auf Stufe 1. Na, das ist doch schön. Dann wird es jetzt wahrscheinlich gleich wieder eine Besprechung geben. Na, dann wird im Zweifel das nächste Velkana sein. So, jetzt auch endlich gefangen. Okay, dann warte ich noch kurz, bis du fertig bist. Bis du geladen hast und so weiter. Bitte entschuldigen Sie diese kurze Verzögerung. Wir sind gleich wieder für Sie da. Weißt du, gegen die Wand geworfen, Totenkopf gesehen, Falle platziert, einfach nur noch gewartet, bis er aufsteht. Ja gut. Feiner Brachydios Schwarzpanzer, okay. Jo. Und sein Stampfer. Sag Bescheid, wenn du geladen hast. Ja, es lädt gerade noch. Alles gut, wollte es nur sagen. Ich lade so schnell wie es geht. Wart schneller! Speed! Weißt du, gerade wo du Speed sagst, hat es einen Schub bekommen. Ja, gut. Speed! Nee, jetzt hat er sogar die 2 mm übersprungen. Gut. Also bist jetzt auch in dem Gespräch drin. Ja. Willkommen zurück. Gut, dass du gesund und munter bist.
Dank der Bemühungen des Feldteams haben wir genug Spuren entdeckt, um den Aufenthaltsort des Velkaner zu bestimmen. Hast du gut gemacht. Das wird sicher nicht leicht, danke. Die Heimat der Ältesten, dort werden wir ihn finden, war klar. Selbst für einen Drachenältesten ist der Velkaner zu mächtig. Er würde das gesamte Ökosystem der neuen Welt zerstören, einschließlich uns. Wir müssen ihn zurück in die Hinterlande drängen, wo er hingehört. Das dürfte fürs Erste genügen. Okay, Zeit, dass wir uns dem Kampf stellen, um zu überleben. Okay. Wir können endlich den Velkaner stellen. Aber warum in der Heimat der Ältesten? Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss. Bye bye.